die krassesten Orte, an denen ihr Sex hattet. Straßenumfrage. Chat, ihr könnt sehr gerne mitmachen und die Fragen auch beantworten im Chat. Ich denke, ich werde mich dazu dann eher enthalten. Aber wir schauen mal rein und schauen mal, wo die anderen Leute so Sex hatten, weil das interessiert uns. Das interessiert uns. Let's enjoy the video. Ja, Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einer neuen Straßenumfrage. Mein Name ist Marc Eggers und ich befinde mich gerade mitten in Frankfurt und ich werde heute die Leute Ballons. Mal fragen, was ist denn der ungewöhnlichste Ort, an dem ihr Sex hattet? Achso, ja, nebenbei verkaufe ich noch ein paar Luftballons, kann ja nicht schaden, noch ein bisschen Kleingeld mitnehmen. Ich will alle Ballons. Ich will einen Mann, mit dem ich in der Stadt bin und der zu dem Ballon-Dude geht und alle nimmt. Alle Ballons. Den ganzen Stand. Ich will, dass er den ganzen Stand für mich kauft. Das wäre cute. Danny hinter der Kamera, mein Name ist Fushy Fly. So, und dann euch mal einen schönen saftigen Luftballon. Luftballon? Oh, das sind auch noch so kleine. Och, die sind süß. Oh, die sind aber cute. Ein Luftballon. Heute nicht. Hallo? Wollt ihr einen Luftballon? Du willst haben? Keinen Mann, was ja, redest du? Ja, ich will auch nur einen Mann, der mir die Ballons kauft. Danach kann er gehen. Danach habe ich die Ballons. An dem ihr Sex hattet. Ihr seht versaut aus. Okay, Joe, let's go. Joe, let's go. Ein Baumhaus auf Bali, zählt das? Ja, klar, alles, was nicht Bett ist, zählt. Was ist mit ja, dir, okay. Joe, let's go. Ja, das eine Menge ist mit mir. Ansonsten. Ja. Was noch so? Baumhaus Bali, okay? Ja, das war eigentlich das Außergewöhnlichste. Ansonsten am Strand und ein Auto, aber wilder wird's nicht. Wilder? Naja, okay. Baumhaus Bali stelle ich mir ganz gut vor. Bist du gut gekommen? Okay. Auf jeden Fall, ja. Ja, schon. Perfekt. Wohin ist er gekommen? Auf mir. Das ist doch gut. So, bei dir? Total lang. Ich weiß nicht, ob ich schon im Vibe bin, das zu gucken. Das ist jetzt so die erste Reaction, die ich mir heute angucke. Ich wollte mich eigentlich so ein bisschen eingrooven und dann direkt so. Ja, gut. Weil ich im Park? Nachts? Ja, na klar. Ist es zustande gekommen? Man hatte Lust und dann ging's los. Obwohl ich wurde mal mitten an einem See gepimmelt. Auf dem gepimmelt? Kopf. Kennst du das nicht? Was ist nochmal pimmeln? Wenn du bei deinem Freund zwischen den Beinen liegst und dann hast du auf einmal einen Schwanz am Kopf. Ist mir noch nicht so oft passiert tatsächlich. Vielleicht solltest du mal jemanden pimmeln. Ach, ja, das könnte ich mal. Okay, finde ich nicht schlecht. Gepimmelt. Baumhaus empfehle ich auch weiter. Solltest du mal probieren. Schönes Setting. Merk, wir sind heute in Frankfurt. Es geht gut los. Joe, let's go. Es geht richtig gut los. Ja, auf jeden Fall. Na, schöner Schnauziger. Ah, der Gute. Der Schnauzige, ne? Aber ich fand, die beiden waren doch trotzdem sehr sympathisch, oder? Das waren auf jeden Fall safe, nette Mädels. Schön. Das sieht bei Ihnen auch sehr gut aus. Ja, ich hole alles aus mir raus, ne? Ja, was ist das hier? That's me? Ja, that's me. Polit-Satire, ne? Mit doppeltem Boden. Fragen heute die Leute die ungewöhnlichsten Orte, an denen sie Sex hatten. Was wäre es gewesen? Ja, in diesen vielen Jahrzehnten muss man ja dann schon mal überlegen. Ja, ja. Wurde einiges geknattert wahrscheinlich, ne? Gerne nochmal nachdenken. Zum Karstadt trink einen schwarzen Tee und dann hoffe ich, schwarzen? Dass dann die Gehirnwendung ein bisschen in Fahrt kommt. Aber nicht im Karstadt geil werden dann bei den Gedanken. Wenn du bei deinem Freund zwischen den Beinen liegst und dann hast du auf einmal einen Schwanz am Kopf. Die Vogelkacke im Haar. Pimmeln. Soll ich mal gucken? Das bringt Glück. Ich guck von der Seite mal. Ja, tatsächlich. Du wurdest angeschissen. Scheiße, ich wurde angeschissen. Aber das bringt Glück. Fragen die Leute gerade, was der ungewöhnlichste Ort ist, an dem sie Sex hatten. Ach du Alarm. Joe, let's go. Bin ich ja so, ne? Langweilig. An der Klippe, das war übelst. Mein Arsch war voll aufgemacht. An der Klippe der Arsch war. Ja, richtig. Angeschissen an der Klippe. Und Arsch jetzt auch noch. Schreibt mal wirklich gerne. Wollte nicht sterben. Schon mal an der Klippe Vögel lassen, damit man danach einfach springen kann, wenn es scheiße war. Schon mal vorsorgen und tschüss, danke dir. Jetzt in die Kommentare und an alle Streamer, die sich das Video angucken und drauf reacten. Digga, warum habe ich Sex an der Klippe? Will ich sterben? Will man das? So, I mean, so, ist das der Adrenalinkick dahinter? Dass man fast sterben kann dabei? Ist das der Kick? Ja, für den Kick, ich glaube auch. Gerne mal auch, wo habt ihr denn den ungewöhnlichsten Sex eures Lebens gehabt? Würde mich Imagine, mal interessieren. Du fällst runter. Und alle anderen schreibt es mir in die Kommentare. Imagine, der nimmt dich so da. I'm not ready for this. Das sind Themen, die ich eigentlich nicht im Stream bespreche. Oh mein Gott. Gut, also würde nicht an der Klippe, bin ehrlich, würde nicht. Steht nicht auf meiner Liste, nee. Auf dem Feld? Beim Acker oder was? Ja, so. Wie ist es zustande gekommen? Oh Mann. Einfach so beim Spazierengehen. Dann. Und dann gedacht, komm, machen wir das Feld klar? Ja. Der ungewöhnlichste Ort, an dem du Sex hattest? Im Strand? Im Stand? Ja, das glaube ich bei der Größe. Im Stand machst du das. Im Stand wird es ja fast gehen. Ja. Die ist auch, glaube ich, gerade mit dem Kopf gegen die Tür gelaufen, ne?
Der ungewöhnlichste Ort, an dem du Sex hattest? Ungewöhnlichste Ort, ja, an dem ihr Sex hattet. Oh Gott, wir sind nur. Wir haben jeden Tag Sex. Jeden Tag? Ja. Arbeiten im Puff. Und gab's da mal einen ungewöhnlichen Ort? Der ist halt auf dem Bett, so wie immer, ne? Keine Extrawünsche. Okay, dann viel Spaß bei der Arbeit heute. Macht's gut, ciao Mädels. Der ungewöhnlichste Ort, an dem ihr Sex hattet? Flugzeug. Du im Flugzeug? Ja. War nice? Im Flugzeug? What how? Auf dem Klo dann? Aber die Stewardessen überprüfen das doch, dass man nicht zu zweit aufs Klo geht. Du kannst auch voll oft nicht im, also ich weiß es actually, weil ich wollte zum Beispiel früher, wenn ich mit meinen Eltern oder so oder mit meinen, also generell mit meiner Familie in Urlaub geflogen bin und wir dann immer in Sommerurlaub geflogen sind, wir uns umziehen wollten auf dem Klo, ich mit meiner Schwester, dann durften wir nie zu zweit gehen und so ein Shit, weil du halt einfach in Flugzeugen nicht zu zweit aufs Klo gehen darfst und die das teilweise echt kontrollieren und so. Deswegen frage ich mich so, but how wird man Sex im Flugzeug? Jetzt bitte sagt mir nicht in den normalen Reihen da. Nein. Ja. Flugzeugtoilette oder? Toilette. Was, bei dir? Ich weiß gar nicht, ich glaube draußen. Auf einer Tischtennisplatte. Auf einer Tischtennisplatte? Ja. Oh. Ich habe ja Flugangst, weißt du? Oh, die kann ich dir nehmen, ja. Flugangst würdest du mir nehmen, ne? Vielleicht. Flieg nach Mallorca demnächst. Ich mache eine Straßenumfrage, dann solltest du mit mir fliegen. Ach so. Mit genug Geld geht alles true. Vielleicht war es ja auch ein Privatjet oder ein Privatflugzeug. Das war jetzt aber eine direkte Anmache, oder? Ja. Hast du mir gerade auf meinen Schwanz geschaut? Nein. Es sah gerade so aus, als ob du da... Ich habe einen Outfit-Check gemacht. Ja. Nee. Ich mache jetzt auch mal einen Outfit-Check bei dir. Bei euch? Auto. Irgendwas und Auto? Herr Kaisko. Ist nicht so bequem, ne? Nee. Hat man auch mal einen anderen Knüppel im Arsch dann, ne? Aber Standard. Was ist Standard? Ja, im Bett. Bringt aber auch Spaß, oder? Ja. Kommt auf den Partner an. Mhm. Schönen Tag auf. Mein Ungewöhn. Weiß ich aber nicht, ob sie jetzt wirklich so den Spaß hatte nach ihrem Ungewöhnlichster Ort? Immer nur im Bett. Ja, das sagst du jetzt. Ich bin so ein kleiner Langweiler. Keller. Keller? Ja. Im Abstellkeller? Warum? Unter den Treppengäste im Treppenhaus, ganz ja, unten. Der hat gedacht, mit der gehe ich nur in den Keller, oder was? Und mein Ex-Freund. Wie ist es entstanden? Keine Ahnung, der hatte Lust, ich hatte Lust, meine Eltern waren oben. Einfach mal den Keller entzwirbelt. Ja, im Park. Okay, bei dir? Hinterm Busch, bei uns in der, so bei der Nebenstraße. Schon mal ein Tornado entzündet? Ich würde sagen, es ist das erste Mal, dass es jetzt macht. Entzündet den Tornado. Ich weiß gar nicht, was du sagen sollst. Für den Busch, für den Busch. Ja, ja, hoch, wie mit einem Ding im Mund. Und denn? Mit der war ich auf der Schule? Nein, Isa. Nein, wer? Von denen jetzt oder die davor? Was? Welche? Und was war ihr Ort? Welche? Die davor? Welche? Welcher Ort? Die mein hier? Eine von den drei? Was? Ich möchte das jetzt rausfinden. I wanna know. I wanna know. Welche ist es? Die im Keller? Nein, die alleine war? Keller. Die? Keller? Die im Keller? Abstellkeller? Unter den Treppengäste im Treppenhaus, ganz ja, unten. Der hat gedacht, mit der gehe ich nur in den Keller, oder was? Und mein Ex-Freund. Wie ist es entstanden? Keine Wie lustig, Ahnung, dass wir Isa sein muss gerade. Komm mal den Keller entzwirbelt. Ja, im Park. Okay. Oh mein Gott. Imagine, du guckst einen Stream, ja? Und dann guckst du so eine Straßenumfrage und dann ist das einfach jemand von deiner Schule, ja? Boah, so unangenehm. Bei dir? Hinterm Busch. Oh. So, so bei der Nebenstraße. Kimi, was geht um Bambi? Mal Tornado entzündet? Ich würde sagen, ist das erste Mal, dass es jetzt macht. Entzündet den Tornado. Komm, hoch die Kiste. Für den Busch. Für den Busch. Ja, ja, hoch. Wie mit einem Ding im Mund. So. Aber vorher was abtrinken, Chat. Das ist der Trick. So. Und hoch. Hoch. Ja. Oh. Ja. Okay. Gut, mit den Haaren zusammen. Das ist ein Haartornado. Du läufst durch die Innenstadt mit einem Soja-Drink. Für Fitness, ja? Ja, das sind mir die Liebsten. Ey. Geil, Mann. Ich gucke, viele Proteine. Besser als Milch. Auch nicht schlecht. Der ungewöhnlichste Ort, an dem du Sex hattest. Krass. Das hat jemand schon richtig Gas gegeben. Was ist gewöhnlich, ja? Gewöhnliches Bett. Okay, Vielleicht auch noch so Dusche ist, glaube ich. Der kommt mir bekannt vor. Der kommt mir irgendwie. Kann es sein, dass der irgendwie Insta macht oder so? Auch noch Shit? Gewöhnlich? Kilimanjaro wäre ungewöhnlich. Also am Nein, ich hatte nichts mit dem Chat. Oh, gut, das würde ich wissen. Nein, ich hatte nicht mit diesem Mann an einem ungewöhnlichen Ort Zyx. Aber, hä, ist der irgendwie Influencer oder Kein so? Bock. Der war bei mir auf der Schule, ja, ja. Actually war der auf meiner Schule, Chat. Dein Getriebe oder ihren Getriebe? Beiden Getrieben. I don't know. Ist der brav? Sie? Nicht brav? Sind Sie brav? Auch am Beißen, ja. Dann gehen wir weiter. Aber echt hübsch, ne? Also Sie. Der Hund aber auch. Ey, ohne Witz. Falls ihr in Frankfurt seid und ihn trifft, habt Glück, fragt ihn nach seiner Nummer. Du machst einen Aufruf für mich jetzt noch? Ja, ja, ist sicher. Ich bin auch schon lange nicht mehr vergeben. Du bist mit der Shaden unterwegs. Nee, das ist Orange Morange. Der ist jetzt mit der unterwegs. Im Keller? Im
Keller, du bist die Zweite, die sagt Keller. Warum ist man denn im Keller? Keine Ahnung. Was ist denn mit den ganzen Kellerkindern los? Warum denn? Für den Vibe oder was? Ich möchte jetzt nicht über die Vibes reden, die mir ein Keller gibt. Also, Keller ist echt weird. Ahnung, wenn schnell gehen muss. Okay, das war das Ungewöhnlichste oder fällt dir noch was ein? Nee, eigentlich nicht. Im Keller? Ja. Gar nicht so schlecht. Nein, ich glaube nicht, dass sie mit Keller so Kellerwohnungen oder sowas meinen. Die meinen dann wirklich so den Raum, wo so Waschmaschinen oder so ein Shit unten im Keller drin steht. I guess. Ja, schönen Tag noch, ne? Wir sehen uns im Keller. Sie sehen so aus? Ein schönes Einhorn für die Kinder zu Hause? Ich nehme die sympathische Freundin hier in Grün nämlich. Komm, ist doch witzig. Komm. Ja, jetzt ist nicht mehr witzig auf einmal, ne? Angelika? Na, Umkleidekabine. Umkleidekabine, welche? Schwimmbad? Nein. Sport? In einem Modegeschäft. Im Modegeschäft auch noch. Wir sehen uns gleich bei Zara. Mach's gut. Ciao, ciao. Was geht? Der ist aber süß. Wie lange halten die Batterien? Duracell. An so einem Geräteschuppen. Geräteschuppen? Und dann habt ihr eure Geräte rausgeholt. Ja. Geräteschuppen kann man auch noch. Unsere Geräte ausgepackt. Ne? Ja. Wo war ich stehen geblieben, Leute? Wir haben Rabattcode am Start. Und zwar geben wir 20% auf das für mich beste Haarwachs aller Zeiten mit dem Code Frankfurt20. Spart ihr 20%, Leute. Und ich sag's euch, wenn ihr es noch nicht gecheckt habt, no joke, ihr wisst, meine eigene Brand, meine eigene Firma, that's me. Viele von euch wissen es eigentlich gar nicht, aber ab und zu muss ich ja auch mal ein bisschen Werbung machen hier für die Produkte. Checkt's mal ab. Ihr könnt wirklich immer wieder durchgehen. Ihr seht's ja gerade bei mir. Ich gehe hier durch und kann's die ganze Zeit wieder neu stylen. Ihr habt kein Verkleben, ihr braucht kein Haarspray. Checkt auf jeden Fall mal ab. Jetzt spart ihr 20%. Erstmal ausprobieren, dann bewerten und vor allem, ihr habt eine Geld-Zurück-Garantie. Wenn ihr das Wachs bestellt und ihr denkt, nee, funktioniert nicht, dann könnt ihr es zurückschicken, kriegt euer Geld zurück. Probiert es aus. Frankfurt 20 kriegt ihr 20% und wir machen jetzt mal weiter hier. Ich hab keine Ahnung. Was ist. Gewöhnlichster Ort? Sorry, I don't think so. Auf dem CSD. Mitten auf dem CSD. Die Freundin haut es einfach raus. Das sind die guten Freundinnen. So. Sie wollte es gar nicht sagen. Und ja, deswegen. Ihr beide zusammen? Ja. Ihr beide zusammen? Ach so. Aber was ist CSD? Hä? Ach so, Christopher Street. Ach so, oh mein Gott. It all makes sense. Ach du oh mein Gott. Let's fucking go. Ja. Wie lange seid ihr schon zusammen? Seit 7 Monaten. Der ungewöhnlichste Ort, ach an dem du Sex so hattest? Ich kenne natürlich Christopher Street Day, aber ich kannte es nicht unter der Abkürzung, I'm sorry. So, let's go. Bevor ich dich mal nach Hause darf. Das möchte ich nicht antun, aber ich komme, glaube ich, gleich nochmal rum und hol mir eine Wurst. Alter Frische, bleib bitte gesund. Oder die beste Unterhaltung, die man auf YouTube bekommen kann. Hey. Vielen, vielen lieben Dank. Ich muss mal sagen, wer gute Arbeit leistet, den muss man auch feiern. Deswegen feier mich auch, ich gebe auch mein Bestes hier. Ich feiere dich sowieso, Digga. Ich komme gleich und tu noch eine geile Wurst. Ich warte auf dich, ich mach dir die Schmatze. So intolerant von mir, ja, safe, safe. Ich wurde mal mitten an einem See gepimmelt. Friedhof. Quatsch, Digga. Was bist du denn für einer? Ja, die Freundin... Oh, Friedhof? Friedhof habe ich auch eine Freundin. Eine Freundin, ja, da waren wir auf einer Party. Das war so eine Dorfparty, okay? Das war so eine Dorfparty. Und da war halt so ein Friedhof in der Nähe und die hat sich auf diesem Friedhof vögeln lassen. Und die hat es danach sehr detailliert erzählt, wie das so war, auch vom Vibe her und mit den ganzen Friedhoflichtern und ich war so. Also das ist actually too much. Das ist, das I could never. Nein, das ist, und ja, wirklich eine Freundin, das war nicht ich. Ich schwöre auf alles, oh mein Gott, da waren wir, das waren wilde Zeiten, ja. Da waren wir so 16, 17, 18 oder so. Ja, da waren wir feiern, dann kam eine Freundin wieder und da meinte die so, ja, ich habe mich gerade auf dem Friedhof bumsen lassen. Wir so, ah, chillig, nice, cool, erzähl uns mehr. Völlig eskalieren, wilde Zeiten. Ja, das war Friedhof, nee. Du wolltest, dann macht man das halt, ne? Nee. Alter, wer denn beim Friedhof? Nee. Ja, ist nicht meine Idee gewesen. Was soll ich dir da sagen? Das für eine Freundin? So ein, da wird bei mir gar nicht der Vibe aufkommen. Egal, also sie war halt auch besoffen, aber egal wie besoffen ich wäre. So, ich habe halt auch so gesagt, ich so, warum halt nicht einfach 10 Meter weitergehen? Warum sich nicht kurz innehalten können, 10 Meter weitergehen und dann halt an einer anderen Stelle oder so, wisst ihr so? Aber keine Ahnung, es ist anscheinend der Vibe für manche. I don't know. Dann gehe ich actually auch lieber in den Keller. True Dad, dann lieber im Keller. Ein Grufti-Mädel, Emo-Girl, oder? Nein, ein ganz normaler, aber tief, stille Wasser sind tief. What does parking garage mean in German? Parking garage? Ein Parkplatz. Also ja, ja, Parkplatz. Auf dem Parkplatz? Hast du gerade übersetzt? Ja. Ist deine Freundin? Das sehe ich nicht. No. Auf dem Parkplatz? Mhm. Also draußen oder im Auto? In like the... Inside the car? Yes. Okay. Was nice? Sure. Auch mal im Auto, sure, ne? Sure. Ihr kennt euch, oder was? Ja, ja. Mach klar, Digga. Hol dir ein Auto, mach hier Schernau und dann los geht's. Das ist eine Freundin von meiner. Von deiner Freundin? Nein, das ist noch nicht ganz, das ist ein bisschen kompliziert. What's the craziest part do you have sex? Excuse me? Fucking garage. Schocks, das geht.
Ja, am Strand, würde ich sagen. Strand? Gute Frage. Im Schlafzimmer meiner Großeltern. Boah, im Schlafzimmer der Oma und Opa? Ja. Das ist die versaute Freundin hier, ne? Nee. Nee, das ist auch sowas. Da kann ich aber auch einfach nicht. Friedhof kann ich nicht. Im Bett von irgendwem anders oder so. Das ist auch so, like, nee. Die habt ihr vorgeschickt, ja? Na gut, dann wird's halt nicht verraten. Soll ich es eigentlich mal verraten? Okay, jetzt ist halt die Frage. Wenn ihr halt müsst, Chat. Lieber Friedhof oder im Bett von Oma und Opa? Ich habe eben den Keller gechoost, aber der ist nicht mehr available. Deswegen müssen wir jetzt sich in den wählen. Okay, Chat ist sich nicht sicher. Okay, okay, Neuvi. Ich weiß es actually nicht. Im Haus der Eltern, wo man zum Blumengießen war. Kleiner Quickie auf dem Tisch. Ich will das gar nicht vorlesen. Ich weiß nicht, Chat. Ich will mich da auch nicht entscheiden. Aber interessante Entscheidung da von euch. Interessant. Egal. Was mein ungewöhnlichster Ort war? Soll ich es dir verraten? Ja. Nee, sag ich dir nicht. Dann viel Spaß bei der Arbeit heute. So Leute, wir sind jetzt am Ende des Videos angekommen. Bitte, ich bin auch am Ende. Das ist mein erstes Reaction-Video. Ich bin am Ende. Mit meinen Nerven, ich kann nicht mehr. Ungewöhnlichster Ort, an dem ihr Sex hattet. Ja, ich habe auf jeden Fall sehr viel Spaß gehabt. War mal was anderes, nicht immer nur in Köln, jetzt auch mal in Frankfurt unterwegs gewesen. Vergesst nicht, mit dem Code FRANKFURT20 bekommt ihr 20% auf mein eigenes Haarwachs Wax & Style. Danke auch an so langweilig, die ganze Zeit gefilmt hat. Mein Name ist Marc Eggers. Daumen nach oben geben und abonnieren, wenn ihr es noch nicht getan habt. Wir sehen uns beim nächsten Video. Ich bin raus. Ciao. Ciao. Ja, Chat, also ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Das war echt sehr viel in den nicht mal 10 Minuten. Ja, I hope you enjoyed. Hi, M1, was geht?